und sie kennen meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Das krieg ich hin. Das krieg ich nicht hin. Oder doch? Okay. Sag nichts, Mann. Sag nichts. Wenn du Stoff brauchst, bin ich dein Mann, Alter. Ja.
Alle, wir werden begeistert sein. Hey, Mister. Ja, nein. In der Gegend. Vielen Dank und guten Tag. Okay. Endlich! Zeig mir die Ware! Oh, ja! Ich besorg mir ein bisschen Schnee! Hey! Frisches Gemüse vom Bauernhof! Frischer Fisch! Und die Salat! Was hätten Sie denn gern? Spanische Makrele? Ah? Okay, langsam, hinten anstellen. Hallo. Okay, lassen wir das, ja? Was? In diesem Drecksloch lebst du? Gott! Herrschaftszeit! Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen? Es stimmt schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an.
Gut, tun Sie das.